Christian, ich habe drüben bei der Breakout-Session am Ende des Vortrags von Professor Krause ein grande Finale angekündigt. Und das wollen wir jetzt natürlich auch wirklich zusammen noch erleben, dieses grande Finale. Die zwei Tage gingen ja wieder vorüber, wie nix. Und wir wollen ein bisschen Bilanz ziehen, natürlich mit unseren drei Gastgebern. Ah, die strahlen mich schon so schön an. Die Country Managerin von Microsoft Schweiz, Petra Jenner. Der CEO von Canon Schweiz, Markus Nägeli. Und der Managing Director von EMC Schweiz, Stefano Camuso. Ja, ich habe es gesagt, es ging wieder so schnell durch, es waren so viele Eindrücke. Petra Jenner, was ist so Ihr ganz, ganz persönliches Bilanz-Highlight sozusagen? Katze, Sonne und Networking. Und die Hunde, die fallen da ganz weg. Ja, wer will heute noch Hund sein? Ja, eben nach der Erfahrung von gestern. Bist ein bisschen ausgeprägter, Ihre Bilanz? Also ich muss sagen, ich glaube, dass wir inzwischen nicht mehr zwischen den Welten, sondern schon einen großen Schritt in Richtung Wolke gemacht haben. Und wenn ich mir so die Gespräche anschaue, würde ich sagen, hat zumindest aus meiner Wahrnehmung die Veranstaltung dazu beigetragen, das Thema Wolke oder Cloud doch noch stärker in den Überlegungen zu reflektieren und auch zu beleuchten. Und ich glaube, da gab es sehr viele kontroverse Diskussionen und sehr viele Fragen. Aber ich habe den Eindruck, wir haben auch viele Antworten gefunden. Wunderbar, das hört sich doch gut an. Markus Nägeli. Die Bilanz. Ja, nebst den vielen sehr interessanten Einblicken und Denkanstößen habe ich viele gute Menschen wieder getroffen, neue Menschen kennengelernt und das soll es ja auch sein, also dass wir uns mit Themen auseinandersetzen und gleichzeitig mit guten Menschen zusammen sind. Und ihr wart hier, ihr seid gut. Ich hoffe, wir waren auch ganz okay. Und das ist so der Eindruck von diesen X-Days. Und bei Stefano Camuso war sicher einerseits mal das Foto mit Sean Simpson heute absolut. Morgen, oder? Absolut, absolut. Und die Kinder freuen sich schon jetzt. Nein, zuerst mal vielen Dank für die intensiven zwei Tage. Wir haben einen vollen Saal noch immer. Und das ist nicht selbstverständlich. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wir haben auch gesehen in den Breakout-Session, von den verschiedensten, dass sie sehr gut besucht waren, obwohl das Wetter gelockt hat. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Ich hoffe, die meisten Sessions zumindest haben einen guten Eindruck hinterlassen und Sie angeregt, um diese Gespräche weiterzuführen. Später wieder im Café, aber dann natürlich dann auch wieder im normalen Leben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen darüber. Ich frage mich, was Stefano Camuso morgen ohne den Kaffee macht. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, und jetzt, meine Dame, meine Herren, reden wir Klartext. Ich habe mir ja sagen lassen, dass sogar der DJ im Johnny's gestern nachts um 2:30 gefragt hat, ja, was ist jetzt? Kommt ihr wieder oder kommt ihr nicht mehr? Petra Jenner, kommen wir wieder? Wir kommen wieder. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Die X-Days 2015 stehen fest. Die stehen fest, ja. Wir haben uns entschieden, wir machen weiter. Und weiß man auch schon ein bisschen wie? In welcher Form? Das kommt auch ganz auf Sie drauf an. Es ist uns wirklich, und du hast das herrlich gemacht, jeweils die App erwähnt, Ihr Feedback ist uns extrem wichtig. Wir haben uns, wie Petra charmant gesagt hat, entschlossen, das weiterzuführen. Die Form, wie im Detail etc., das kommt stark darauf an, was Sie uns an Feedback weitergeben. Wir haben schon ein paar Dinge verändert auf dieses Jahr, aber wir sind auch gewillt, weitere Veränderungen zu tun, weil nochmal, unser Bedenken von diesem Anlass, darum haben wir letztes Jahr gesagt, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, war ja, kann man diese hohe Latte, die man gesetzt hat, Ihr Vertrauen, kann man das weiterhin so hoch halten? Dieses Jahr haben Sie uns bewiesen, dass Sie wieder genauso oder noch zahlreicher erschienen sind. Aber eben, das wollen wir halten und auf keinen Fall einknicken. Und deshalb, bitte geben Sie uns Feedback. Und wie werden dann? Genau, das Ja ist klar. Das Wie, das werden wir abstimmen nach den Feedbacks. Und das Wie wird natürlich noch weiterentwickelt werden. Wir lassen uns dann selber auch überraschen, welche Ideen von Ihnen kommen, was wir noch selber machen wollen.
Die Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, lassen wir natürlich bewusst offen. Lassen Sie sich überraschen. Bis zum nächsten Jahr. Ach, schöne Worte. Das freut natürlich alle Fans dieser Veranstaltung. Ärgert vielleicht ein bisschen die Konkurrenz, die jetzt schon geplant hat, in die Bresche zu springen. Aber das stört uns ja nicht weiter. Wir freuen uns, dass die X-Days auch im nächsten Jahr stattfinden werden. Und wir danken Microsoft, EMC und Canon natürlich für diese zwei spannenden Tage. Wir danken auch allen anderen Partnern. Wir danken allen, die so ganz fleißig mitgearbeitet haben an diesen zwei Tagen und in den Wochen und Monaten zuvor. Und ich denke, das alles hat man diesen Applaus verdient, allen, die hier mitgewirkt haben. Dankeschön. Geschenke für unsere CEOs und damit entlasse ich euch sozusagen, schön, wenn man das mal sagen kann, zu drei so einflussreichen Menschen. Da bleibt natürlich immer noch der Dank auch an Regula. Du hast es auch dieses Jahr wieder super gemacht. Und ja, mach's weiter so. Mit oder ohne Bauch spielt bei dir überhaupt keine Rolle. Du bist toll. Danke vielmals. Ohne in Zukunft. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Oh, merci. Danke, danke, danke schön. Danke, bitte. Auch noch mehr Küssen. Das gefällt mir. Unter Torgabern. Immer, immer. Küssen ist immer gut. Herzlichen Dank. Petra Jänner, Stefano Camuso, Markus Nägeli. Dankeschön.